Ja, hallo, ihr Freunde der gar nicht so grauen Theorie. Ich bin zwar selber eher der praktisch veranlagte Mensch, aber dennoch waren doch einige Nachfragen und das Interesse an aerodynamisch-theoretischen und praktischen Effekten ist doch recht groß. Deshalb beginnen wir hier eine neue Serie, wo wir uns speziell damit beschäftigen. Zunächst mit dem Grundwissen in der Aerodynamik, besteht aus mindestens zwei Teilen. Wobei der zweite Teil dann eher der wichtigere ist. Da wird es dann wirklich hubschrauberspezifisch. Aber die Frage war, machen wir es richtig, machen wir es ganz oder picken wir wieder nur Teile raus? Haben uns dafür entschieden, machen wir es ganz. Beginnen wir auch mit dem vielleicht bei den meisten bekannten Teil, worum geht es eigentlich grundsätzlich in der Aerodynamik bei Flugzeugen oder bei Hubschraubern? Damit befassen wir uns jetzt. Hier. Ja, was benötigen wir, damit wir was in die Luft kriegen? Was ist notwendig? Warum fliegt was überhaupt? Worüber muss ich drüber nachdenken? Was brauche ich ganz dringend? Da gibt es eine ganz einfache, ganz simple Sache. Eins brauche ich auf jeden Fall ganz dringend und davon jede Menge. Das ist Geld. Ja. Je mehr Geld ich investiere, je mehr Geld ich übrig habe und je mehr ich da ausgeben kann in Entwicklung und Forschung und umso größer wird das Hotel, das ich dann zum Fliegen bringen kann. Das sehen wir am A380. Die Dinger werden immer größer, widerspreche eigentlich immer mehr dem gesunden Menschenverstand, wo man sagt, Mensch, eigentlich dürfte doch das Ding schon gar nicht mehr fliegen. Vor allem, weil, an dieser Stelle mal schon erwähnt, die Triebwerksleistung, sprich der Schub, denn die Triebwerke erzeugen bei weitem nicht so viel ist, wie das Ding wiegt. Das heißt, wäre es eine Rakete, würde es nicht fliegen, nicht für eine Sekunde. Ja, warum tut es das? Es ist eben keine Rakete, das heißt, wir greifen nicht auf ballistische Kräfte zurück, wir legen keine Bombe drunter, sprengen das Ding hoch und der A380 fliegt irgendwo hin. Da wird aber nicht arg weit kommen, egal wie groß die Bombe ist. Sondern wir benutzen aerodynamische Kräfte, die uns helfen, aus der investierten Energie, eben der Triebwerksleistung, ein Vielfaches an Auftriebsleistung rauszukriegen und dadurch uns dann auch viel, viel weiter bewegen könnte, wie wenn man eben entsprechend mal 20 Tonnen Kerosin unter dem A380 anzünden. Auch da fliegt das Ding nicht weit, aber mit 30 Tonnen Kerosin in Verbindung mit aerodynamischen Kräften, da kommt das Ding schon fast einmal um die Welt. Jo, natürlich geht es nicht ohne Tragfläche. Tragflächen, das sind letztendlich das Entscheidende am Flugzeug. Ganz klar, am Hubschrauber ist unsere Tragfläche der Rotor, ist im Prinzip das gleiche in Grün, nur eben am Hubschrauber wesentlich schmaler. Jo. Tragfläche, das nennt man alles, das speziell dafür designt oder geformt wurde, um eben die Luftströmung so zu beeinflussen, dass möglichst viel Auftrieb erzeugt wird bei der Menge an Energie, bei dem Schub, der da reingesteckt wird. Das Verhältnis sollte möglichst positiv aussehen. Wir haben grundsätzlich zwei verschiedene Formen von Tragflächen oder Rotorblättern. Am Hubschrauber dominierte lang die symmetrische Form. Das heißt, die Oberseite ist genauso stark gekrümmt wie die Unterseite. Theoretisch braucht dann aber auch die Luft auf der Oberseite genauso lang, bis sie oben drüber ist, wie auf der Unterseite. Das widerspricht dem Verständnis, den man von der Aerodynamik habe. Ändern tut sich das in dem Moment, wo man den Anstellwinkel verändert. Dann wird es oberum deutlich schwieriger als unterum. Und es kommen noch ein paar andere Dinge dazu, die wir dann nachher direkt ansprechen werden. Ja, das Gegenstück zu symmetrisch ist, wer hätte es gedacht, ist asymmetrisch. Flugzeuge haben in der Regel asymmetrisches Profil. Das heißt, die Unterseite ist fast flach. Ich glaube, beim A380, da kann man ein Lineal drunter halten. Auf der Oberseite stark gekrümmt. Bei Segelflugzeugen ist es zum Teil sogar so, dass die Unterseite nach innen gekrümmt ist. Da wird versucht, mit allen möglichen Tricks eben die Aerodynamik noch zu verbessern und noch mehr Auftrieb zu erzeugen. So, warum verwendet man am Hubschrauber hauptsächlich oder über lange Zeit hauptsächlich symmetrische Rotorblätter?
Das liegt am Center of Pressure. Dazu ist mir kein richtiger deutscher Begriff recht eingefallen, aber das ist die Stelle der maximalen Belastung auf die Länge der Tragfläche gesehen. Wir haben jetzt hier einen Querschnitt, das heißt, es gibt nicht wirklich nur einen Punkt, sondern der Punkt, der zieht sich durch die gesamte Tragfläche, durch das gesamte Rotorblatt in der Länge durch. Das ist der Punkt, wo sich die Kräfte summieren, Auftrieb, Eigengewicht, Luftdruck, der dagegen wirkt. All die Kräfte, die summieren sich an der Stelle am stärksten, da treten die stärksten Kräfte auf. Die Stelle, Center of Pressure, das ist die Stelle, die ich am stabilsten auslegen muss, damit mein Flügel oder mein Rotorblatt nicht bricht. Jo, wir haben sehen auch da, wir haben jetzt nochmal so eine gedachte Linie von der Vorderkante zur Hinterkante von unserem Rotorblatt gezeichnet. Die wird in der nächsten Erklärung dann noch gleich nochmal ein bisschen wichtig. So. An unsymmetrischen Tragflächen oder Rotorblättern wandert der Punkt auf der gedachten Linie vor und zurück. Das heißt, der ist nicht fix an einer Stelle, sondern der wandert von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne im relativ großen Bereich. An symmetrischen Tragflächen ändert sich die Position von dem Punkt nur sehr gering. Das heißt, der bleibt in der Regel stabil an derselben Stelle. Das heißt jetzt für unseren Konstrukteur, für derjenigen, der das Ding baut, an einem unsymmetrischen Blatt muss er einen relativ großen Bereich stabil bauen und stabil heißt dann auch schwer. An einem symmetrischen Blatt muss er nur einen gewissen, einen schmäleren, einen engeren Bereich stabil bauen und kann für den restlichen größeren Teil dann leichtere Materialien verwenden, die zwar nicht so viel aushalten, aber auch nicht so viel aushalten müssen. Das ist dann immer der wichtige Punkt. Und so wird das Gewicht am Rotorblatt klein gehalten. Denn anders wie die Tragfläche wird ja ein Rotorblatt zusätzlich noch in Rotation versetzt. Das heißt, zum Eigengewicht kommt noch die Zentrifugalkraft dazu. Und da sich das Rotorblatt recht schnell dreht, wird die Zentrifugalkraft auch recht groß. Wer jetzt je größer, je schwerer unser Rotorblatt deshalb wird, umso stärker müsste die Rotornarbe, der Blatthalter ausgelegt sein, an dem das Rotorblatt nachher selbst wieder befestigt ist. Und es wird sich dann durch das ganze System durchziehen, über die Rotorwelle bis zum Getriebe. Alles müsste viel, viel stärker ausgelegt sein. Am Schluss natürlich auch wieder der Motor. Und irgendwann ist das Ding so schwer, dass es gar nicht abhebt. Das mal ist man am Hubschrauber-Rotorblatt sehr, sehr pingelig und genau, was das Gewicht angeht. Von der Modellfliegerei, oder wer so einen Querschnitt durch so ein Rotorblatt schon mal gesehen hat, in der Modellfliegerei ist es da, wo der Holm durch die Tragfläche geht, von der einen auf der anderen Seite durchgehend, ist der, wo Vollmaterial verwendet wird. Das entspricht im Prinzip auch dem Center of Pressure, da wo die ganzen Kräfte sich in der Tragfläche oder im Rotorblatt summieren. So wie gesagt, das ändert sich momentan oder es ist ständig im Wandel. Der Grund sind neue, in Anführungszeichen neue, so neu sind die gar nicht mehr, aber der Grund sind einfach neue Werkstoffe. Früher hat man Rotorblätter aus Holz oder aus Aluminium baut, aber in der Summe dann relativ schwer, vor allem wenn man Vollmaterial verwendet hat. Heute werden Rotorblätter aus Faserverbundwerkstoffe gebaut, das heißt, die sind durchgehend leicht oder relativ leicht im Verhältnis eben zu den anderen Baustoffen. Deshalb gibt es heute auch schon Rotorblätter, die relativ seltsame Formen haben und nicht unbedingt zwingend dann auch wieder symmetrisch sind, weil eben durch den verwendeten Baustoff von unserem Rotorblatt, der ohne großartige Gewichtszunahme das Wandern von dem Center of Pressure toleriert oder eben die Kräfte in einer größeren Fläche aufnehmen kann, ohne dass dadurch das Gewicht steigt. Aber grundsätzlich symmetrische Rotorblätter eben aufgrund von Center of Pressure. Jo. Aber wie kommen wir vom Rotorblatt oder von der Tragfläche dann tatsächlich zum Auftrieb? So, Auftrieb erzeugt eine Fläche im Wesentlichen, aber nicht nur, ja, ganz darauf beachtet, durch eine Kombination verschiedener physikalischer Effekte. Ja, da gibt es den Venturi-Effekt und den Bernoulli-Effekt, werden wir gleich besprechen. Aber da gibt es auch noch die Gesetze der Mechanik von Isaac Newton, in denen er beschreibt, warum sich Dinge bewegen. Bei uns zum einen, warum sie sich vorwärts bewegen, zum anderen, warum sie abheben vom Boden, warum sie sich eben überhaupt in irgendeiner Form und in welche Richtung sie sich bewegen lassen und wie sich das auch berechnen lässt. Wobei vom Berechnen bleiben wir weg, also ganz so theoretisch bin ich nicht. Hört es dann bei mir selber dann doch auch irgendwo
auf. Ja, schauen wir uns mal gleich zunächst das erste newtonsche Gesetz an. Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmig geradlinigen Translation. Aha, okay, was bedeutet jetzt das? Sofern er nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zustands gezwungen wird. Das heißt, ich bleibe morgens so lange im Bett liegen, bis mich meine Frau zwingt aufzustehen. So. Auf gut Deutsch, allgemein verständlich, nichts geschieht ohne Grund und im Hubschrauber ist dieser Grund in der Regel ein Motor oder ein Triebwerk. Ja, der liefert unsere Energie, die entweder unser Rotorblatt übers Getriebe und den Rotormast dazu bewegt, sich durch den Luftstrom zu bewegen, indem es rotiert, oder an unserem Flugzeug, das Motor mit dem Propeller oder mit dem Triebwerk dafür sorgt, dass sich das Flugzeug vorwärts bewegt und so unsere Tragflächen durch die Luft schiebt und da auch wiederum der Luftstrom erzeugt wird, der dann nachher die Tragfläche hoffentlich vom Boden hebt und mit der Tragfläche das Rest, der ganze Rest vom Flugzeug, der ja daran fest verankert ist. So, Newtons zweites Gesetz der Bewegung. Die Änderung der Bewegung ist der Einwirkung der bewegenden Kraft proportional und geschieht nach der Richtung, in der ich die Kraft einwirken lasse. Was heißt jetzt das wieder auf Deutsch? Gemeint ist zum einen die Beschleunigung, das heißt Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. Allgemeinverständlich, je mehr ich aufs Gaspedal drücke, umso schneller werde ich. Je stärker ich was von mir wegstoße, umso schneller entfernt sich das von mir. Das verhält sich proportional. Schucke ich bloß ein bisschen, dann wird es nicht allzu schnell. Und wenn ich mit aller Kraft dagegen laufe, dann entfernt sich das recht rasch beieinander. Dazu kommt noch die Übertragung von den Kräften. Man kann es jetzt mit der Billardkugel vergleichen, wer schon Billard gespielt hat. Ja, die Kraft, die ich über den Stock in die erste Kugel einleite, die überträgt sich beim Zusammenklopfen auf die zweite Kugel und die zweite Kugel geht dann mit der gleichen Energie auf Reisen, wie sie von der ersten angestoßen wurde. So, das dritte newtonsche Gesetz: Kräfte treten immer paarweise auf. Heißt, jede Aktion erzeugt gleichzeitig auch eine Gegenaktion, wirkt eine Kraft auf Körper, von Körper A auf Körper B ein, dann tut aber auch der Körper B gleichzeitig eine Kraft auf Körper A auswirken. Aha, nochmal so ein schlauer Satz. Was heißt das? Gemeint ist letztendlich eine Form von Widerstand, im Englischen nennt sich das Drag. Zum Beispiel Masseträgheit wäre schon eine kleine Form von Widerstand. Im Wesentlichen jedoch sind wir hier beim Luftwiderstand, zumindest beim Hubschrauber, der sich der Vorwärtsbewegung entgegenwirkt. Ja, merkt man, wenn man beim Autofahren die Hand rausnehmen, jeder hat das schon gemacht, mache ich heute noch, ja, streckt die Hand raus und spiele Flugzeug, halte ich die Hand flach, ist der Luftwiderstand gering. In dem Moment, wo ich die Handfläche wie die Tragfläche anstelle, merke ich, wie der Luftwiderstand steigt. Jetzt gebe ich zwar nicht mehr Gas beim Autofahrer, in dem Moment, wo der Luftwiderstand steigt, die mehr Energie, die notwendig ist, die kommt in dem Moment aus meiner Muskulatur. Also ich merke es im Arm, wie ich plötzlich wesentlich mehr Kraft aufwenden muss, den Arm überhaupt noch an derselben Stelle zu halten. Und da ist jetzt auch der Punkt mit der Aerodynamik, warum es relativ kompliziert ist. Es ist nicht immer gleich offensichtlich, woher die Kräfte kommen und wie die Kräfte wirken. Venturi-Effekt. Ja, der Schweizer Venturi hat irgendwann mal festgestellt, die Strömungsgeschwindigkeit durch eine Röhre erhöht sich, wenn sich der Querschnitt der Röhre verengt. Die Strömungsgeschwindigkeit verlangsamt sich, wenn der Querschnitt erweitert wird. Sprich, wenn ich durch eine Röhre eine Luft, ein Gas oder eine Flüssigkeit presse, dann muss es, wenn die Röhre sich verengt, an der Stelle, wo es enger wird, muss sich das schneller bewegen, damit die gleiche Menge in derselben Zeit an der Stelle durchpasst. Ja. Und dazu hat dann der Bernoulli festgestellt, okay, je größer die Strömungsgeschwindigkeit einer Flüssigkeit oder eines Gases ist, desto kleiner wird der Druck, der da drin herrscht oder an der Stelle herrscht. Er spricht vom statischen Druck. Der statische Druck, das ist der Druck, der senkrecht zur Strömung gemessen wird. Bloß so nebenbei, für die, die es ganz genau wissen möchten. So, aber was hat das jetzt mit unserem Rotorblatt oder was hat das mit unserer Tragfläche zu tun? So, was ich jetzt hier versucht habe zu stilisieren, das ist so ein
Venturi-Rohr. Das heißt, es ist eine Röhre hier rot im Querschnitt, der obere Querschnitt, hier kommt die Verengung, dann wird es wieder weiter, der untere Querschnitt, hier kommt die Verengung und dann geht es hier wieder weiter. Wir pressen Luft durch unsere Röhre. Wo es eng wird, steigt die Fließgeschwindigkeit und der Druck fällt. Jetzt ist unser Flugzeug oder unser Rotorblatt offensichtlich keine Röhre, auch keine aufgeschnittene. Das heißt, wir können uns zwar vorstellen, dass unser Rotorblatt oder unsere Tragfläche, der untere Teil von der Röhre, von der Verengung darstellen soll und dann die Luft eben über den Weg, über die Umlenkung und den langen Weg nach oben beschleunigen muss und dadurch sich die Geschwindigkeit erhöht, ja, und der Druck fällt. Aber wo ist der obere Teil von der Venturi-Röhre, sprich, wo ist der Bereich hier an unserem Flugzeug? So, an unserem Flugzeug und an unserem Rotorblatt wird der obere Teil von Luftschichten gebildet und zwar von der Luft, die von unserem Rotorblatt nicht beeinträchtigt wird. Dabei ist der Übergang natürlich fließend, es gibt keine feste Stelle, aber man sagt, okay, es ist zwischen der unbeeinträchtigten Luft und der Oberseite der Tragfläche oder des Rotorblatts, da dazwischen drin bildet sich die Verengung, da dazwischen drin steigt die Geschwindigkeit und fällt der Druck. So, und damit sorgen dann an unserer Tragfläche der Herr Venturi und der Herr Bernoulli zusammen mit dem Herr Isaac Newton dafür, dass mit fallendem Druck auf der Oberseite und mit steigendem Druck auf der Unterseite, man ja da die Luft dagegen drückt und auch nicht so gut richtig weg kann, ist die resultierende, der Auftrieb, der unser Rotorblatt oder unser Flugzeug hebt und der Rotorblatt und Tragfläche am Flugzeug ja, fest mit dem Rest verbunden sind, hebt die gesamte Maschine immer vom Boden dann ab. Und anders wie bei der Rakete brauche ich eben, um den gleichen Auftrieb zu erzeugen, weniger, deutlich weniger Energie, wenn ich die aerodynamischen Kräfte nutze, anstelle von rein einer ballistischen Geschichte. Jo, das wäre es jetzt in der Folge mal zunächst gewesen. In der nächsten Folge gehen wir dann nochmal genauer ins Detail. Da kommen dann auch die Unterschiede deutlicher zum Tragen. Was ist der Unterschied zwischen der Tragfläche im Flugzeug oder was ist generell der Unterschied vorweg? Der hauptsächliche Unterschied ist ein Flugzeug, das sich nicht ständig mit mindestens 40 Knoten durch die Luft bewegt, fällt vom Himmel. Der Hubschrauber nicht. Wo da die Unterschiede im Detail liegen, das gehen wir dann in der nächsten Folge an. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr guckt wieder rein. Denkt dran, wenn es euch gefallen hat, über eine Bewertung würde ich mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann, was Aerodynamik anbelangt, wieder in Teil 2. Danke.